Dein Stein steht hier. Musst du den looten, um dein Zeug wieder zu bekommen, oder wie ist das gemacht? Ja. Oh, du bist ja irgendwo da hinten, ne? Ach so, stimmt. Boah, wir müssen unbedingt die Betten bauen. Ja. Das mache ich jetzt gleich, das ist wichtig. Müsstest du jetzt eigentlich schon können, ne? Ja, mache ich auch jetzt gleich. Okay. Dann müssen wir nicht immer hierher laufen müssen. Nee. Yeah. Oh je. Yeah. Wo geht's? Da hoch. Alter. Ich werde von Nixon verfolgt, das ist nicht so cool. Alter, wenn wir da erstmal so eine schöne Sommerresidenz haben, ne? Oh ja, schön am See, den Wald auf der anderen Seite. Oh ja. Schön offen. Was ist jetzt mit dem Essen passiert eigentlich? Das ist jetzt einfach nur ein Stück Kohle oder was? Ja, das habe ich da irgendwo, habe ich in meinem Inventar gehabt. Ne? Ich habe nicht gewusst, dass man das wegnehmen muss. Ich wusste auch nicht, wie lange das geht. Also wie lange wir brauchen. Schade. Kommt wieder. Bettchen. Wie dreht man jetzt gleich nochmal? Mit dem Mausrad. Ah, mit dem Mausrad. Ja, Ah, ja. Wunderbar, ich stell's jetzt einfach mal irgendwo hin, das ist ja... Hauptsache, wir haben jetzt zwei. Genau. So. Und dann noch... Kistle. Okay. Nur zweites Kistle. Ich bin irgendwo da unten gestorben, ja. Bett benötigt ein Dach. Verdammt, ich kann es nicht ins Besitz nehmen. Kannst du nicht... Oh, hier sind Himbeeren. Kannst... Steht eigentlich genau neben der Werkbank. Ich habe Federn bekommen. Genau, ganz neben der Werkbank. Stände geborgen. Ach du meine Güte. Kannst du das bitte anziehen, danke. Du bist nackt. Nackig. Hast du angezogen? Hast du wieder ausgezogen? Kluger Junge. So. Okay. 10 Holz bekommen, sehr gut. Ich find's gut, dass wir hier Himbeeren in der Nähe haben. Bett hat nicht genug Schutz. Ja, muss richtig zugebaut sein gleich. Ja. Ja, machen wir. Aber ich leg mal in die Kiste schon ein paar Sachen ab. Lederreste, Federn, Löwenzahn, Ahorn, Harz. Moment, da bin ich. Ich würd hier, wenn das okay ist, ich würde hier so eine Art, ja, so einen ersten, so einen Raum machen erstmal. Na ja, klar. Tob dich aus. Ah, ne, wobei. Ja, Essen nehme ich jetzt mal mit. Weil ich lasse dir mal 2 Pilze da. Ja. Du gehst jetzt nicht so auf Abenteuer, dann hast du hier auch was. So, jetzt sollten die Betten vielleicht gehen, gell? Gut. Ah. Ja. Nee, das andere geht nicht. Ah, okay, gut. Mach ich. Ich hoffe, es geht gleich. Sag mal, ist das. Ich hab das irgendwie im Kopf. Ein Lagerfeuer drinnen ist gefährlich, oder? Ja. Ja, okay, wegen Rauch. Es ist halt kalt hier drin, das ist halt das Blöde. Ja, es wird aber hoffentlich. Ja, jetzt habe ich meinen Spawnpunkt. Zubi. Perfekt. Ist einfach nur für den Spawn gemacht, ja. Gleich mal weitergehen. Jo. Tue dich. Da ein bisschen frier. Ja, blöd. Mit dem. Wie heißt. Also ist das jetzt einfach verrottetes Essen oder wie heißt das jetzt bei dir? Kohle. So aus Interesse. Echt Kohle, oder? Kohle, ja. Okay. Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein Stück Kohle, was wir irgendwann irgendwie verwenden können. Ja. Nur gerade doof, wenn wir Hunger haben. Ja, das ist richtig. Da bringt uns die Kohle nicht ganz so viel. Ja. Könntest etwas zum Essen verdauen? Hä? Aha. Ja, dann hau dir mal in die Himbeere rein. So, dann lass uns den mal... Hast du Holz, was du mir einfach mal droppen könntest? Ja, hier. Weil das Ding ist fast durch. Ah! Okay. Ich soll's haben. Ja, 39. Also der Boden ist da drüben fast fertig. Also mal gucken. Oh Gott. Ich hab's sehr komisch gebaut. Du kannst jetzt auch von der... Ach, weißt du, was wir machen?
Was? Wenn das für dich auch in Ordnung ist. Lass uns doch schlafen gehen. Ah, ja, dann wachen wir auf und es ist hell. Oh ja, oh ja, oh ja. Moment, ich baue hier nur eine Sache dran. Ist das so? Ne, das ist dran gebaut. Weil tagsüber ist dann doch ein bisschen angenehmer zu sammeln. Ja. Ne? Ja, ich, von da kann ich auch mehr entdecken. Das sehe ich, wenn was zum Essen irgendwo rumliegt oder Wildschweine und so. Ja, ich baue nur gerade die Brücke jetzt schon zu Ende. Das geht ja recht. Naja. Das ist ja keine schön. Eile, mein Freund. Okay. So weit, Werkbank. Okay. Oh, ich kann ein Feuersteinmesser machen. Oh. Ein scharfes Messer aus Feuerstein. Okay. Und Bobo. Bett benötigt ein Feuer in der Nähe. In der Nähe. Och. Weißt du wie? Weißt du wie? Mach hier mal. Vorne hätte ich es jetzt gemacht, oder? Mach das Feuer auf die Rückseite. Hm. Also bau vielleicht unser Feuer ab und bau es hier an die Rückseite einfach. Okay. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Feuer. Feuer. So. Baue jetzt mal da hin. Nee, 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 hier, sonst hast du keinen Platz. Ach, da, ah ja, klar. Nein, wir haben dann hier hin an die Wand einfach ja, direkt. Ja, genau. So. Okay. Dann machen wir noch da direkt die Kochstelle drüber und Abfahrt. Jo, ich kann schlafen. Ah, sehr schön. Ja, sehr schön. Meine Güte. Das ist ja ein Schmaus. Du stehst. Steht bei dir da auch was? Nö. Bei mir du stehst am Bug eines über die Wellen gleitenden. Okay, irgendwie ein Traum oder so. Ah, du hast einen Traum gehabt. Ausgeruht, schau mal. Ausgeruht sind wir auch noch. Ja, da kann ja nur. Kann ja nur die Arbeit besser werden. Und zwar, warte, ich repariere gleich mal mein Werkzeug. Reparieren. Reparieren. Okay. Okay, und. Nein, es fehlt ein Holz. Aber guck mal, jetzt sieht es doch schon mal gut aus. Jetzt ist schon mal der Boden soweit. Mhm. Hier können wir. Oh, das Dach wird noch spaßig zu bauen, ey, hör mal. Oh, hier oben liegt ein Holz rum. Okay, aus Feuerstein kann man tatsächlich ziemlich viel bauen. Ein Messer, ein Feuersteinspeer, mhm. Feuersteinaxt. Die habe ich, genau. Die lohnt sich. Kann ich dir nur sagen. Okay, ich habe noch nicht genug Feuerstein. Wir haben erst 4, da kann ich das Messer machen, aber auf das Messer bin ich. Warte, ich habe 6 noch. Wo hast du die her? Die findest du am Wasser. Die findest du am Wasser? Achso, ja, okay, dann easy. Ja, du kannst auch runtergehen und kurz gucken und so und ein paar Nixen mitnehmen. Dann kriegen wir auch noch ein bisschen Zeug von denen. Werfen die was ab? Die erste hat ja nichts abgeworfen bei mir. Ich glaube ja. Was habe ich? Ich habe beim letzten Mal irgendwas bekommen. Nixe! Ah, Nixenschwanz. Ach, stimmt. Alex. Nico. Ich habe gerade was Wunderbares gesehen. Was denn? Es gibt Trophäen. Ich habe einen Nixenkopf als Trophäe. Ich weiß schon, wie unser Haus aussehen wird. Alles gut. Da wird alles dran. Alles dran getackert. Alex, ich habe eine Nixe. Alex, ich habe die. Okay, manchmal werfen die echt gar nichts ab. Ja, das ist, das bemängel ich. Das ist ja doof. Ah ja, ich sehe schon, ich habe schon Feuerstein gefunden. Sehr gut. Was ist eigentlich das hier? Holz. Hm. Holz. Alles mitnehmen. Holz. Nixe! Zack. Ja, dem Feuer, den Nixenschwanz, den konnte man doch braten und essen. Irgendwie so, ja. Lauter Feuersteine, geil. Und ich glaube, ich habe beim letzten Mal das sogar essen können, weil es nicht so lange braucht. Ja, mit der Feuerstein-Axt und so baust du halt wahrscheinlich auch schneller ab. Ja.
macht natürlich schon Sinn. Oh, Wildschwein. Wildschwein. Ah, sehr schön. Man kann sich mit X hinlegen und dann kann ich auch richtig bauen. Cool. Okay. Wildschwein-Trophäe. Grandios. Nico, Alter. Dieser Wildschweinkopf würde sich sicher eine Schildkröte für dein Haus abgeben. Jo. Das glaube ich aber auch, mein Freund. Ich sehe schon. Nico, der wilde Wildschweinzüchter. Kann ich das jetzt platzieren? Irgendwo schon? Baum, Möbel. So. Wildschwein-Trophäe auf was anwenden? Auf das anwenden. Kannst du das auf Harz anwenden? Damit es besser klebt oder so? Die kommt nie wieder weg. Nee, irgendwie, da musst du wahrscheinlich noch irgendein ein Rezept lernen oder. You know. Kannst ja mal gucken, ob du das schon kannst. Nee, irgendwie noch nicht. Oh, Greuling. Upgrade. Aha, man kann diese Sachen noch upgraden. Okay, weg ist er. Benötigt Ausbaustufe. Aha. Aha. Und schon 5 Liter Fetzen. Wenn der Tag beginnt, sieht das immer so schön aus hier. Wie machen wir das jetzt mit dem Feuer? Ich würde da so ein Schwänzchen aufhängen. Das klingt falsch. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay. Woher weiß man halt, dass das Ding fertig ist? Nimm es einfach gleich ab oder so, keine Ahnung. Du hast keine kochbaren Gegenstände. Aha. Ah, okay, das braucht gar nicht so lange. Gegrillte Nixenschwanz. Das macht einmal so. Und dann weiß ich, dass es fertig ist. Das waren jetzt 10 Sekunden oder so. Dieses pikante, über Holzkohle gegrillte Stück Fleisch besitzt ein leichtes Aroma von Seetang und Gras. Oh, lecker. Herrlich. Können wir erstmal Seetang und Gras essen? Ja, ich leg's mal ins Kistchen rein. Ich habe ja vier Himbeeren auch dabei. Ja. Ich muss auch mal eine Himbeere essen hier. Ja, cool. Dann so. Weiter geht's. So. Ich lerne gerade wieder hacken. So. Ich brauche halt echt viel Holz noch. Ja. Das merkt man halt. Du hast ja eine Truhe gebaut, ne? Ich habe Truhen gebaut, 2 Stück. Sehr schön, da kann ich nämlich gleich meine Feder und so reinschmeißen. Ja, habe ich auch in der rechten Truhe drin. Genau. Lederreste, Federn, ein bisschen was zum Essen ist drin. Feuerstein und was habe ich noch gefunden? Bernstein. Ah, ja. I see. I see. Und ja, Holz und so kann man ja eh in diese schöne Stapel legen. Aha. Ich habe Buchensamen ohne Ende. Ja, da habe ich auch ganz viel in die Truhe gelegt. Er hat schon wieder Hunger. Was ein Hayo. Gut, der arbeitet auch viel. Der soll mal nicht so rummachen, ey. Ja, aber ich glaube, die Feuersteinachs wird Sinn machen. Mal gucken. Ich habe den Feuerstein gerade reingelegt. Ja. Und ich lege dir gerade die Kohle rein. So. Ach, da greift mich schon wieder so ein Gräuling an. Nerv mich nicht. Geh aus. Jetzt kommst du her und machst einen auf Stress und jetzt rennst du weg oder was? Voll der Hayo. Die hinterlassen halt auch nur Harz. Ja, voll unnötig, die Dinger. Nope. Noch einer. Du, kleiner. So. Nicht mal eine Gräuling-Trophäe lassen sie mir da. Nicht mal das. Oh, 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 quirlig. Oh ja. Hui, diese Baumstämme. Sind gefährlicher wie jeder Gräuling. Nein! Roll halt nicht so weit weg. Bis ins Wasser.
Okay, ich glaube, unser Hütchen hat... Ich werde das eh verkleiden, okay. Hallo? Okay. Also. So, wunderbar. Also so viel Stabilität haben einigermaßen. Hier eigentlich? Okay, Stein. Perfekt. Oh ja. Yo, das sieht schon mal gut aus. Oh, yo, ich komme auch gleich mit einer Ladung Holz zu dir. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir... Oh, Himbeeren. Himbeeren. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. So, ich würde erstmal ein viereckiges Haus. Das ist okay für mich. Bau dir das Holz hier unten hin. Jo. Ein Steinhaufen baue ich dir auch mal hin. Habe ich auch schon genug. Ernsthaft? Ja. Wow. Falls es mal benötigt wird. Wer weiß. Grundsätzlich immer. Oh. So. Da. So. Ne? Oh, Harz ist schon voll hier. Ja, ich habe schon einen zweiten Harzblock angefangen. Das ist ein Klumpen Kohle. Geil. Ein Klumpen Kohle. Ah. Tjo. Feuersteinaxt. Feuersteinspeer. 14. Nee, ich stell mir mal die Axt her. Ja. Speere werden wir noch früh genug brauchen. Feuerstein lege ich wieder da rein. So. Dann. Ich bin mega konzentriert bei dem Bauen, weil dieses Baumenü ist noch nicht so ganz einfach. Ja. So. Mhm. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Ich auch leider nicht mehr. Da müssen wir gleich nochmal pennen gehen. Boah, jawohl. Ja, sobald es dunkel wird, würde ich sagen, gehen wir Bobo machen. Bobo. Was hat jetzt diese Nixe da verloren? Ah ja, da ist wieder so ein Schwänzchen. Schön. Nico sammelt Schwänzchen. Ja. Was gibt's Besseres als einen gegrillten Nixenschwanz am Morgen? Oh ja, damit geht das Fällen aber schon leichter von der Hand. Ja, ne? Oh! Das war knapp. Das war sehr knapp. Ich kam gerade raus. Soll ich die Steinaxt einfach wegschmeißen oder? Ich habe meine zwei noch in der Hand, also. Okay. Oh, das fällt hier voll in unsere. In unser Haus rein. Jetzt kannst du ja mit dem Hämmerchen kannst du es reparieren. Reparieren. Wie geht nochmal reparieren? Ich glaube, Hammer nehmen und Rechtsklick oder nee, Linksklick. Fehlen die Voraussetzungen. Nee, warte, ja klar. Ging das nicht irgendwie? Reparieren, genau, das kannst du auswählen. Wo bei Verschiedenes. Ah, ja. Ah, da hat ein bisschen was getroffen. Okay. Aber ein langes Dach hier. Vielleicht nehmen wir tatsächlich nur die 26er. Oh. Toll, jetzt klemmt er zwischen zwei anderen Bäumen. Der Baum oder was? Ja.
Der Baum dazwischen zwei anderen hin. Vorsichtig. Ja, jetzt fallen sie beide um. Zack. Und zack. Schade, fast aus Wildschwein drauf. Dann hätten Wildschwein! Hätten wir ein Wildschwein. Jawoll. Lederreste. So. Ich hab bald genug Lederreste für einen Bogen. Jawoll. Bräuchst du die für irgendwas oder könnte ich mir einen Bogen machen? Du kannst dir super gerne einen Bogen machen und jagen gehen und nice. So. Das wäre super. Ich baue währenddessen unser Jedöns hier zusammen. Jau. Jau. Komm gleich auch nochmal. Halt! Halt! Baumstamm stehen bleiben! Nein, ich bin tot. Aber du solltest hier spawnen, hoffentlich. Ja. Ja. Gleich hier wieder kommen. Der Angriff mit Messern und Bögen während des Schleichens gewährt einen signifikanten Schadensbonus. Aha. Hallo Baum. Schleichen hieß es da gerade. Ich muss mal gucken, wie schleicht man denn? Ah, STRG, okay. Yes. Oh, ist klar. Deine Leiche. Gegenstände geborgen. Jawollo. Ich überlege gerade, wie wir das Haus am klügsten bauen. Nein, das ist falsch. Falsche Dachkonstruktion. Warum sagt er jetzt wieder willkommen zu mir? Willkommen von... Da ist wieder unser Rabe. Aufstehen, du bist noch nicht fertig. Vergiss mal, wenn du... Oh fuck. Och nee, man vergisst einen kleinen Teil deiner Fertigkeiten. Du lässt einen Besitz fallen. Okay, danke. Danke, ja, tschüss. Denn Fertigkeiten ist natürlich belastend. Ja. Na klar. So. So. Kein Fähigkeitenabzug. Oh. Okay. Mhm. Neuer Holz kaufen. Ja, gerne. Steht, ja, da wo das letzte Mal halt auch stand. Jo. Ah, sehr schön. Okay. Da gibt's dann schon nochmal was Besseres, wie das Lagerfeuer zum Kochen. So eine richtige... So eine richtige Küche. Ja, oder? Ja, weißt du, dass das immer draußen steht, ist irgendwie... Ja, wir müssen halt gucken, wie wir das am geschicktesten machen, ne? Wir könnten ja so einen Kochraum machen, wo wir oben dann Dunstabzug haben oder sowas. Ah, okay, ja, oder so. Na, das müssen wir halt auch alles noch bedenken irgendwann. Haben wir das nur in... Ja. Ach. Gefällt mir schon, auch wenn wir noch mitten im Bau sind. Ja, ne? Aber man ahnt schon. Man ahnt, wie schön das mal sein wird. Oh, jo, jetzt hab ich doch... Oh nein, jetzt habe ich dir mein ganzes Holz gegeben. Naja, egal, ich sammle einfach wieder. Ja, Holz sollte kein Problem sein. Ich gucke gerade, dass ich das richtig schön befestige, weil... Befestigung, also jetzt gerade, das ist echt schwierig. Es muss halt halten, ne? Mein Bogen brauche ich. Bogen, Bogen, Bogen. Kannst du lumpte Hosen machen? Immerhin besser als nackt zu sein. Nee, erstmal der Bogen. 10 Holz. Okay. So. Das holen wir natürlich. Ui, 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 das hält halt gar nicht hier, hör mal. Okay, ich baue mal auf der anderen Seite jetzt erstmal. Weil das Dach ist gerade echt so... Okay, ich fall dir auseinander, viel Spaß. Da fällt es auseinander, wenn man es nicht stützt. Ja, ja. Achtung, da rollt ein Baumstamm, nicht, dass du jetzt gerade rauskommst. Okay, danke. Er ist jetzt zum Stehen gekommen. Gut zu wissen. Wir hätten das Haus nicht so lange bauen sollen, merke ich gerade.
du da so Stützpfeile oder so reinballerst. Ja, das Problem ist, dass das Dach wird immer höher und immer höher. Und wir werden okay. noch ein bisschen mehr brauchen anscheinend, ne? Blöden Baumstämme, ey. Schon wieder Schaden gemacht. Oh, nein. Boah, jetzt hab ich's gerade. Boah, Weißt du was, wir bauen mal das Haus ein bisschen. Ich muss leider wieder ein bisschen abreißen. Ja, ja, mach. Mach so, dass es gut wird. Jo. Lieber später anbauen, weißt du? Korrekt. Als jetzt irgendwie. Sammel mal das Holz kurz hier auf, bevor ich es dir wegnehme. Weil wenn ich durchlaufe, ist es einfach. Achso, ja. Bin gerade dabei. Jo. Ja. Boah, ich brauche echt viel Ausdauer. Nice. Das wird. Oh, Holzpfeil. 20 Stück haben wir auch. Aua. Ach, mein Dingeldoy ist kaputt gegangen. Ach komm, mach mal 40 Stück gleich. Nice. Cool, ich habe jetzt einen Bogen. Sehr schön. Dann gehst du jetzt sicherlich auf die Jagd, ne? Ja, ich gehe halt, während ich Holz kloppen gehe. Ich denke, wir brauchen noch Holz, oder? Ja, 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 immer. Gehen wir von aus, ja. Werde ich natürlich das ein oder andere Tierchen eventuell erspähen. Wäre noch wahrscheinlich. Ich bin gespannt, ob hier die Bäume. Hier sind ja immer so wie so kleine Setzlinge. Ja. Ob die, wenn wir schlafen gehen und so, ob das halt nachwächst. Also richtig schön große Bäume. Oh, werden. Eine Birke ist auch zu stabil. Okay. Fähigkeit verbessert. Oh ja, ich hatte vorhin 21, jetzt bin ich gerade auf 20 gelevelt. Nice. Aber zum Glück kommt das hinterher, also. Ja, war das mit dem Tod. Ja, natürlich blöd, wenn man so einen Baum schon mal schlagen würde und dann vergisst, wie gut man eigentlich Holz hacken kann. Ja, das war bei mir nicht anders. Oh, Achtung. Boah, das ist gefährlich, du. Also ich muss jetzt hier nochmal eine Treppe bauen. Aber als allererstes muss ich das befestigen. Bevor mir das gleich wieder auf die Füße fällt. Habe ich. Oh, jetzt probieren wir das doch gleich mal aus. Hast du schon ein Tierchen erspäht, ja? Ist Nacht geworden, ne? Okay. Okay, man muss schon höher zielen, also der hat. Hat einen Bogen, ja. Also. Hahaha, er hat einen Bogen. Oh mein Gott. Ja, hat er. Der Pfeil hat einen Bogen. Bullet Drop. Ich habe einen Vogel erschossen, der hat mir 3 Federn gebracht. Oh, nice. Wollte einfach mal gucken, was der so bringt, weil ich den Tipp vorhin gelesen habe. Mit den Vögelchen. Mhm. Macht man aus Löwenzahn? Keine Ahnung, das wird man nur rausfinden, denke ich. Gehen wir schnell Bubu machen? Jo, wollte ich auch gerade sagen. Wehe, es regnet morgen, dann kriege ich die Krise. Das hat nicht genug Schutz. Was? Ich kann nicht schlafen. Warte mal, ich habe eine Idee dafür. Jo. Moment, das ist falsch rum. Und? Nee, immer noch nicht. Jetzt? Nee. Immer das gleiche hier, Hammer. Okay, jetzt? Ja. Okay, gut. Man muss da also komplett zumachen. Muss ein geschlossener Raum sein, so, oder? Ja, ja, also zumindest von der Höhe her. Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay. Du fühlst dich ausgeruht. Oh, hier drin ist es gemütlich. Jawollo. Sagt mir mein Charakter. Ja, Tag 5. Wie viele brauche ich jetzt? Ich bin so gespannt, was uns hier noch alles erwartet. 1, 2. Ich freue mich. 4, 5, 6. 3, 3. Jawoll. Dann wäre ich hier schon am Ende. Ja, das geht jetzt endlich auf. Oh ja, es sieht so aus, als würden die Bäume tatsächlich wachsen. Das finde ich. Gefühl. Ja.
Das ist echt wichtig. Wenn die nicht wachsen, dann... Ja, ciao. Also für unsere Bauvorhaben. Mist, jetzt habe ich vergessen, meine Axt zu reparieren. Ja, kannst du nochmal zurückkommen, ne? Jupp. Oh, Feld! Das hörte sich leicht panisch an. Das war knapp. Wo ist denn der hier? Was höre ich hier? Was höre ich hier für Tierchen? Sind die höher? Nee. Ach, Gräulinge. Ich bin nicht wirklich interessiert. An Gräulingen? Ja.